Oh, shit. Jo, hallo, servus und hallo Leute. In diesem Video zeige ich euch heute die komplette goldene Gartenzwerg-Mission. Ich zeige euch gleich alle 54 versteckten Gartenzwerge. Wenn ihr die nicht finden, also wenn ihr die nicht in dem Video euch anschauen wollt, dann könnt ihr hier jetzt, ich blende jetzt hier wo eine Zahl ein, da könnt ihr vorspulen. Da findet ihr einfach das Ende von der Gartenzwerg-Mission. Ich empfehle euch aber trotzdem, euch das Video anzuschauen, komplett, denn diese Gartenzwerge sind so furchtbar schwer versteckt und generell die ganze Mission ist einfach nur, ich nenne es schon fast eine Frechheit. Ich nenne es wirklich schon fast eine Frechheit, weil das ist einfach nur mehr abartig schwierig. Vor allem im Schluss dann, allein schon die Gartenzwerge sind zum Teil abartig schwierig versteckt. Und der Schluss übertrifft wieder mal alles. Ich gebe es zu, ich habe das auch nur durch andere YouTuber, durch andere verschiedene YouTube-Tutorials, habe ich es gefunden alles. Und jetzt, ich zeige euch jetzt erstmal alle Gartenzwerge. Wundert euch nicht, ein paar Zwerge sind in dem Video schon ausgegraut, das heißt, ich habe es schon gefunden. Ich zeige es jetzt einfach euch trotzdem natürlich, damit ihr alle vollständig habt. Was es noch zu beachten gibt, ist, dass es ein paar Gebiete gibt, wo man erst hin kann, wenn ihr die Story-Mission durch habt oder eben zu diesem Teil durch habt. Also fragt nicht, wie kommt man dahin, einfach Story-Missionen fertig spielen und danach erst die Gartenzwerge machen. Nur so ein kleiner Tipp von mir. Gut, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich zeige euch jetzt alle 54 Gartenzwerge. Ich hinterlege das Ganze mit ein bisschen Musik. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich die Gartenzwergkammer öffne und das Rätsel löse. Can we overcome it standing in our way?
stand out from the crowd. Pray our turn will come around. If we search for all the dreamers in the clouds, we'd be stunned by all the colors glowing brighter than you. Let it be now, let it be now. If there was ever a moment to make something of my life, let it be now. Are you coming to the tree where a necklace of rope
strange things did happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you? Strange things did happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Strung up a man, say he murdered three. Strange things did happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you?
So, jetzt kennt ihr alle 54er Stöcke von den Gartenzwergen. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen weitergeholfen, denn die waren zum Teil richtig krass versteckt. Und jetzt schauen wir uns genau an, was hier jetzt genau auf uns wartet. Das Tor geht auf. Nicht anders als wie erwartet. Und eine Kiste wartet auf uns. Das sieht so hammergut aus. Was ist in dieser Kiste? Drei Kisten sogar. Ich sag, wir fangen mit der linken an, wie immer eigentlich. Jeden Gedanken. Okay. Für den Hinterhof Kampfplatz. Für den Zombies. Sehr nice. Ein goldener Bonsai. Auch ganz hübsch, glaube ich. Und was ist hier drinnen? 100.000 Münzen, scheiße geil. Ja, mit dem kann man sich ein bisschen was kaufen. Gut, und das war's schon. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, muss ich ehrlich zugeben. Jo, ein Freund von mir hat mir den Hinweis gegeben, dass es hier noch mehr zu entdecken gibt. Und dann ist mir ein Knopf aufgefallen. Und zwar genau dieser hier oben. Da ist ein Knopf. Da schieße ich mir gleich mal drauf. Und da öffnet sich die Wand. Weiter. Meine Güte, ist ja gigantisch. Ah, und hier haben wir die letzte Schneekugel. Ist mir auch meine letzte. Die habe ich alle, sehr schön. Und dann gibt es hier ein Rätsel. Das habe ich schon gehört. Aber wie das Rätsel geht, weiß ich nicht. Nach rechts drehen. Das nächste Rad. Ah, okay, nächstes Rad kann ich die Räder auswählen. Jo, ich war jetzt ewig lang da unten, habe ewig lang gerätselt, wie das Ganze funktionieren könnte. Habe auch eine Sache entdeckt, die was mir zwar hilft, aber davor muss ich noch was anderes suchen. Und das ist einfach so unglaublich unfair gemacht. Also wirklich, das ist der Wahnsinn. Und wir spielen jetzt Crazy Darkest für irgendeinen gewissen Grund, den zeige ich euch gleich. Das ist kein Rätsel mehr, das ist, du kannst das gar nicht schaffen ohne YouTube. Ich muss zugeben, ich habe es auch auf YouTube geschafft, weil ohne YouTube, das ist so unglaublich unfair. Also, um dieses jetzt zu lösen, muss man hierher, dann hier das aufmachen. Diesen Raum kannte ich schon, den habe ich schon mal entdeckt, weil ich mich umgeschaut habe, aber es geht vor allem um diese vier Symbole hier. Das öffnen wir trotzdem mal schön. Ah, Partylöwen. Sieht auch gut aus. Hinten, wo diese Statuen stehen, diese riesigen. Also gut, wir schauen jetzt mal diese Statuen an. Gut. Drei Punkte, so ein Kreis, so ein Stuhl und so ein T. Drei Punkte, Kreis, Stuhl, T. Drei Punkte, Kreis, Stuhl, T. Drei Punkte, Kreis, Stuhl, T. Ich hoffe, ich merke mal das Ganze. Dann gehen wir hier mal schön zurück. Also ihr merkt schon, es ist wirklich übertriebenst. Drei Punkte, Kreis, Stuhl, T. Gut, ich glaube, so kann man sich das merken. Dann müsst ihr hier raus. Ganz raus. Und dann, es ist wichtig, dass es Nacht ist. Und dann schaut man in den Himmel. Da sieht man jetzt nochmal diese Symbole. Es sind aber mehr. Da ist unser Stuhl. Das sind die drei Punkte. Da ist das T. Da ist der Kreis. Da, drei Punkte. Kreis. Stuhl. T. Er verpisst sich doch. Das heißt, der erste Punkt ist, wenn wir jetzt von hier ausgehen, du musst jetzt ein bisschen ein gutes... Verpisst euch. Ein gutes bildliche Vorstellung haben. Der Stuhl ist das dritte. Okay, der ist gerade da, geradeaus. Drei Punkte ist rechts. Drei Punkte. Dann
Hier ist der Kreis, genau. Also ganz rechts, dann eins, das zweite ist dann unter dem zweiten, unter den drei Punkten hier. Dann kommt der Stuhl und dann kommt da links unten das. Schauen wir mal, ob wir es jetzt schaffen. Ich hoffe, ich merke mal das Ganze. Sonst muss ich nochmal YouTube schauen. Das ist einfach so abgefuckt schwer. Schauen wir mal. Okay, wenn ich mir jetzt richtig denke, ist hier jetzt, wenn ich jetzt da gerade ausschaue, ist die Pflanzenbasis. Und hier ist eben dieses, was ich gefunden habe. Ich kenne mich jetzt schon nicht mehr aus. Das erste müsste dann, wenn hier die Pflanzenbasis ist, müsste das erste daher der Punkte der Flamingo sein. Dann der Schuh. Dann die Gießkanne. Und dann der Rasenmäher. Flamingo, Schuh, Gießkanne, Rasenmäher. Flamingo, Schuh, was ist die Flamingo, Schuh, Gießkanne, Rasenmäher. Gut. Flamingo. Dann Schuh, das haben wir. Dann Gießkanne. Und dann Rasenmäher. Weil ich hoffe, das schafft. Es geht jetzt. Nein. Es geht noch nicht. Aber seht ihr, dass die anderen zwei sind schwarz hier. Ach scheiße. Wieso geht das nicht? Okay, ich habe einen ziemlichen Blödsinn zusammen gerätselt. Die richtige Reihenfolge ist die Gießkanne, danach der Flamingo, danach der Zaun, und danach der Blumentopf. Oh, das war eins zu viel. Müsste hier nochmal zurück. Muss man sich nochmal zurück. Und jetzt müsste es gehen. Ja, jetzt geht's. Oh, shit. Okay. Mann, das ist der Gartenzwergkönig. Lass den beginnen. Was ist ein Gartenzwerg auf der Platte? Okay, das ist ziemlich geil. Truhe öffnen. König Zwergus Herrschaft. Auf der einen Seite bin ich froh, dass ich es geschafft habe. König Zwergus Leibwache. Ist auch hübsch. Auf der anderen Seite ist es irgendwie so ärgerlich, dass man das sowas nicht ohne YouTube schaffen kann. Ich weiß nicht, wie es die geschafft haben. 250.000 Münzen. Geil. Aber ich habe für mich trotzdem irgendwie nicht gut, weil wie gesagt, ich hätte das Spiel am liebsten alles alleine durchgespielt, ohne YouTube-Hilfe und so. Ich habe auch alles gemacht, was ich gefunden habe. Ich habe viel gesucht und nochmal, was? Gärtenzwergperspektive. Bist du des Wahnsinns. Also wie gesagt, ich hätte am liebsten alles selber gefunden. Ich finde es schade. Wirklich schade. Ich hätte, Rätseln sind ja alles schön und gut, aber das ist ja wirklich schon übertrieben schwierig gewesen, die überall zu suchen und so weiter. Aber der ist verdammt geil, das muss ich zugeben.
Gut, jetzt machen wir noch schnell ein kleines Stickpack-Opening auf von... Wie viele Münzen? 684. Ja, da ist Seite noch dabei. Schauen wir vielleicht... schalten wir ein bisschen was frei. Ich glaube, ich weiß nicht, schafft das irgendwer ohne YouTube? Ich frage mich mehr, wie die YouTuber, diese vor allem englischsprachigen YouTuber das schaffen. Aber... Ich weiß nicht, was die da anders machen oder was die für Hirne haben. Das ist ja echt nicht normal. Gut, Zitronenstatue, Gold. Sehr nice. Ein Teil für die Power-Kakti ist auch unglaublich geil. Auf die freue ich mich schon sehr. Achterkugeln, okay. Ah, eine Geste. Ein Teil für den Paläontologen. Neongelb. Propeller Silber, ja, das ist hübsch irgendwie. Gänseblümchen. Und. Ah, jawohl. Zwei Teile für zwei Allstars: einmal für den Racing Star und einmal für den Rally Star. Retro Brains Diamant. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. Ah, jawohl, die Mega-Hellbombe und die Druiden-Rosi. Beides sehr nice. Die habe ich schon sehr nichts erwartet. Jetzt kann ich mich den Heilschuh spielen und die Hellbombe mitnehmen. Da kann ich mich heilen und auch die Verbündeten heilen. So werde ich das jetzt in Zukunft, glaube ich, machen. Ja, das habe ich hier schon in normal. Da habe ich jetzt in Silber, den Erbsenpunk. Ein Teil von Hot Rod Schnapper. Ja, das ist auch hübsch. Quatschbinde. Riesenpilz Gold. Ich sehe da zwar nichts Goldenes, aber okay. Captain Kappe Silber. Hypnopilz wieder. Sieht super gut. Teil für die Feuerblume. Voll gelb. Sieht fast schon Gold aus. Edelstein. Es gibt nämlich auch, es gibt Silber, Gold, Diamant, wie in Garo 1 und es gibt auch noch Edelstein. Ist aber eigentlich nichts anderes als wie so ganz, ganz dunkles Lila. Jadekakti. Das gefällt mir auch gut, Riesengarnele. Das passt gut zum Schwimmpflicht. Fischauge. Heuhaufen, mir gefällt der Bart irgendwie. Tunnelblick Silber. Und... Jawohl, Centurio. Sehr schön. Sieht da irgendwie nicht so gut aus wie ein Garo 1, aber das ist, glaube ich, nur auf dem Bild hier so. Neon-Kreuzlinie, Augengebüsch, Diamant. Auch hübsch. Habe ich schon in Silber. Jawohl, Alienblume. Meine erste, zweite Sonnenblume. Was stand neben der Standard-Sonnenblume? Also gerne meine erste Sonnenblume, kann man dann sagen. Gesetzeserbsenteil. Spickte Stammgold. Und das passt gut zum Captain Deadbeard. Und. Ja, Elektriker ein Teil und Dr. Giftig ein Teil. Sehr schön. Mächtig aufgepumpt. Verbrannte Ofenhandschuhe. Flamingo, Haus der Gold. Ja, ich glaube, das ist auch ganz nett. Die ist eine Jungfrau. Ganz selten benutzt. Werde ich hier auch nicht benutzen, glaube ich, aber trotzdem nicht zu haben. Buschi Augenbrauen. Reservekäse Edelstein. Ah, das ist grün jetzt anscheinend. Ach, Geologe. Lila Puckfresse. Also ein Waffendesign. Ja, das ist, glaube ich, ganz hübsch. Doppelhelix. Sieht eigentlich nicht besonders aus, aber mal schauen. Wieder Flamingo. Ein Teil für den Sonnenfahrer. Zurück zu dir, Blaster. Ich glaube, der schaut ganz cool aus. In Diamant. Silber. Hut der Schmerzen.
Oh, das hat mir gefallen, das erste gleich. Jawohl, Captain Flammengesicht. Flammenfratze. Ja, auf den freue ich mich auch schon. Ja, alles nur Silber. Schweißblume, irgendwie gefällt mir das. Ein Teil für Meeresbiologen. Mir fehlt noch ein Teil für den Zoologen. Den hätte ich gern. Helden auf der Blubberstab Silber. Geistergrün. Ja. Feuerabse, ein Teil. Ice Rosie. Super Suche. Das gefällt mir auch ganz gut. Das sieht edel aus. Okay. Das ist der Baseballstar. Das ist der Rüstungsschnapper. Fehlt mir auch nur noch zwei Teile. Häschenbrille. Oh. Nichts besonderes Sachen dabei im Moment. Hat dieses und ein weiteres Pack können wir noch aufmachen und da ist der Hot Rod Schnapper, jawohl. Poliertes Holz. Hinterhalt Potter, ja auch schön. Silber, alles Silber. Sieht auch gut aus. Und das letzte für heute. Die Waffentarnung sah cool aus. Ja, ein Teil für die Schattenblume, sehr hübsch. Ja, das auch wieder nur in Silber. Farbspitze, das gefällt mir gut. Gut, dann war's das. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Video weitergeholfen, obwohl es die Englischsprachigen schon längst gemacht haben. Echt, wie kann man nur so ein schweres Rätsel in dieses Spiel einfügen? Das Ganze mit den Gartenzwergen ist echt übertrieben schwierig. Meine Belohnung ist dafür auch ziemlich geil, aber ja, war nicht notwendig. Gut, ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.